Hallo zusammen. Ja, hier haben wir einen Ursus C355. Diese Mod müsst ihr, wenn ihr ihn runtergeladen habt, erstmal entpacken. Dann kommen dabei die Mod selber und nochmal drei andere Dateien, wenn ihr das jetzt gerade richtig gesehen habt. Daraus auch Simple IC oder IC selber ist dabei. Ich hoffe, es beißt sich jetzt nicht mit meinem eigenen IC. Wir werden das jetzt gleich mal sehen. Designfarbe kann man ändern. Wahrscheinlich sind das diese komischen Züge hier, die kann man wahrscheinlich hier in einer anderen Farbe machen, wie man das möchte. Aber ich lasse es jetzt einfach mal in dem Blau. Die Hauptfarbe kann man auch noch mal ein bisschen abändern, wie man das möchte. Ja. Man sieht jetzt zwar allerdings nicht, dass das hier umgestylt ist. Vielleicht ist das noch ein Fehler, ich weiß es nicht. Und die Felgenfarbe kann man auch noch umstylen. Genau. In die Farben hier. Ja. Design ohne. Da haben wir hinten diese komischen das Warndreieck dran. Kotflügel verstärkt. Wie ihr es wollt. Mit hier einen Balken rum. Genau. Motor ist 44 PS, 98 km/h. Dann gehen wir auf 45 km/h, 52 km/h und dann war es das auch schon wieder. Frontlader. Oh, kommt sogar einer mit. Supi. Oder nein, wir lassen es einfach mal dran. Genau. Und dann kaufen wir die gute Kiste. Und dann kaufen wir noch einen ohne. So. Zurück. Aber übrigens, die Voranschau sieht ein bisschen komisch aus. Da fehlen die Räder hier. Also nicht wundern. Komischerweise. So. Jetzt haben wir einen mit Frontlader und einen ohne. Wir machen jetzt mal. Hier sind auch schon ein paar ersten IC-Dinger. Mal gucken, was wir da alles machen können. Oder auch nicht machen können, je nachdem halt. Wir werden es ja dann sehen. Okay, machen wir hier mal an. So, man kann hier schon mal das eine komplett wegmachen und aufklappen. Wieder zuklappen. Hier kann man komplett aufmachen, wie man möchte. Hier, was das heißt, kann ich allerdings noch nicht wirklich einschätzen, was das jetzt sein soll. Denn ich kann hier momentan nichts machen. Hier geht auch noch nichts. Warum auch immer. Vielleicht beißt sich jetzt gerade Simple IC und was anderem. Die Tür. Ah, ich kann das Verdeck hier komplett wegmachen. Das ist ja super Sache. Hier kann ich dann die Tür aufmachen. Und hier die Tür komplett wegmachen. Ah, das sind zwei verschiedene Funktionen dann sozusagen. Okay. Hier ist Verdeck. Okay. Was kann man hier noch Schönes machen? Hier geht jetzt gerade. Hier sehe ich gerade nichts. Hier scheint noch was zu funktionieren. Was auch immer das dann wieder sein soll hier. Ah, die Lappen wegmachen geht hier. Dann kann man die anderen Lappen hier auch wegmachen. Hier sind noch so viele Sachen drin. Wenn ich eins vergesse, dann sorry. Das ist wahrscheinlich innen drin. Da am Reifen haben wir noch was. Kotflügel wegmachen oder was? Oh, okay. Nicht schlecht. Dann würde ich mich fast sagen, wir machen da nämlich mal den Ding weg. Dann haben wir schon mal ein schönes Frontbild. Und wir klappen einfach mal auf. Dann sieht man es ja auch schon. Bei dem ist wahrscheinlich genau das gleiche. Wir hocken jetzt auch in den bloß rein. Jetzt komm. So. Hupe. Eine andere Hupe. Man hört's. Mit links kann man, wie gesagt, ja, gute Frontlader, ganz normal, wie man es kennt, ne? So. Jetzt können wir hier noch verschiedene Spielchen hier machen. Also, das ist jetzt praktisch. Bei mir ist das jetzt B. Da kann ich jetzt praktisch mit B hier die Tür wegmachen. Das geht genauso wie von außen. Hier kann man auch wegmachen und wieder hinmachen. Oder man macht es bloß auf. Je nachdem, wie man es möchte. Ja, hier sehe ich jetzt gerade nichts. Wie gesagt, ich habe jetzt da zwei Simple IC doppelt drin. Wie gesagt, also das normale und von denen Simple IC. Von dem her, ja gut. Okay, machen wir Motor an.
Okay. Boah, Respekt. Leider keinen Ton zum Hoch und Runter. Leider kann man hier nichts. Okay, klar, dann muss man den Motor machen. Aber da der aber ziemlich laut ist. Also das würde auf jeden Fall funktionieren hier. Okay. Auch. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Falls er mich noch hört, jetzt haben wir mal kurz die Lichtschalter anschalten. Vorne hat er irgendwie kein Licht. Hinten funktioniert es allerdings. Blinker. Vorne blinkt nichts. Ah doch, da blinkt was. Hinten blinkt auch was. Hier blinkt auch noch was. Warnblinker tut auch. Man hört es auch. Der Sound ist schon fein. Ne? Der ist bei mir jetzt allerdings sehr, sehr laut. Ich weiß nicht, wie es bei euch rauskommt, aber der ist auf jeden Fall ziemlich laut. Aber hört sich echt gut an. Für das alte Ding. Wahnsinn. Okay. Jetzt ist noch die kurze Frage. Ich muss mal schon was gucken. Ob hier eventuell... okay. Hier gibt es tatsächlich noch Schaufeln dort so, ne? Eine Gabel, ein Ballenspieß und eine Dünngabel. Die könnt ihr auch noch machen, wie ihr wollt. Okay, gekauft ist es. Ich muss den Sound leiser drehen, da haut mir das Ohr los. So, ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt noch. Die Schaufel, gucken wir mal, ob die Schaufel aussehen. Da scheint wohl irgendwas nicht ganz zu funktionieren. Warum auch immer. Es ist eingehakt, aber es funktioniert nicht.
schade. Guck mal, ob die andere vielleicht funktioniert. Die funktioniert jetzt. Obwohl, nee. Schade, schade, schade. Das tut einfach nur nicht. Da ist noch ein Fehler drin. Sie kommt zwar hoch, aber dann war es das aber auch schon. Schade. Trotzdem, der Sound ist echt genial. Gut. Gucken wir mal in die Lok rein. Und leider hat es ja lauter Warnings und 3D Audio Files Error und hast du nicht gesehen. Also ganz viele Errors, Warnings und so weiter drin. Zumindest hauptsächlich Warnings, leider, leider. Trotzdem tollen Sound, aber er hat halt Fehler drin, leider. Okay, gut. Jetzt habt ihr das gesehen. Ja, trotzdem ein schöner Mod. Wenn das jetzt mit der Schaufel noch funktionieren würde und mit dem Ballenspieß, dann wäre die Sache natürlich top. Sonst, wie gesagt, Sound passt und alles andere passt auch. Nur, wie gesagt, die Schaufel und diese ganzen Warnings. Genau. Okay, gut. Das soll es gewesen sein. Und nicht vergessen, diese laute Simple IC hier, das funktioniert prima. Haben wir so auch noch nicht so oft, wo man es aufmachen kann, was wegmachen kann und so weiter. Deshalb bis zum nächsten Mal und tschüss.